2015 konnte man die ersten Erfahrungen sammeln. Da hat ja eben der G7-Gipfel dort schon mal stattgefunden, eben auf Schloss Elmau. Hier sehen wir es jetzt vor mir. Also eben schon ein Ort, wo man sagen muss, das ist irgendwie idyllisch. Das ist in einem wahnsinnigen Bergpanorama. Aber wenn wir mal reinschauen und beispielsweise auf den Konzertsaal im ersten Stock schauen, dann muss man eines ganz klar sagen, dass er liefert natürlich auch eine gewisse Kulisse und wir können mal entsprechend auf Fotos schauen, wie das da drinnen aussieht. Hier sehen wir es, ein Saal, der schon beim letzten Gipfel eine Rolle gespielt hat. Da hat nämlich ein klassisches Konzert stattgefunden und hier sehen wir es, die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel neben dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Und auch dieser Saal, der wird Teil des diesjährigen Gipfels sein. Schauen wir noch mal auf einen Ort, der wahrscheinlich eher im Hintergrund stehen wird. Das ist das sogenannte Silenzium, ein relativ kleiner Raum. Das ist eine Art Bibliothek, die aber vor allem für Bilaterals genutzt werden wird, also für bilaterale Gespräche unter zwei Ländern in ziemlicher intimer Atmosphäre. Hier sehen wir es einmal, wie das da aussieht. Da haben sich damals, also 2015, dann auch Barack Obama und die Bundeskanzlerin zurückgezogen zu einem Zweiergespräch. Und man wird eben auch hier das Gespräch wieder mit einzelnen Ländern suchen. Das muss man ganz klar sagen. Aber das ist noch nicht alles, was dieses Schloss zu bieten hat. Denn es gibt nebendran eben noch diesen Bau. Das ist eine Art Retreat, so nennt es das Schloss zumindest selbst. Und hier werden nämlich auch die Staatschefs untergebracht sein, eben in Suiten, wo man sagen muss, wenn man da normalerweise übernachtet, dann kostet das gut und gerne mal einen ordentlichen vierstelligen Betrag. Aber entsprechend gibt es auch hier das Bergpanorama inklusive und wir können mal draufschauen. Hier sehen wir es eben, entsprechend geräumige Suiten, in denen dann Joe Biden oder Olaf Scholz dann auch übernachten werden. Ein weiterer Raum ist der Yoga-Raum, der tatsächlich auch eine Rolle bei diesem Gipfel spielen wird. Nicht deswegen, weil sich die G7 da zusammensetzen, um gemeinsam morgens Yoga zu machen, sondern weil hier eben das 7er-Format stattfinden wird. So sieht das im Normalbetrieb aus. Und wir sehen gleich ein Foto vom letzten Gipfel. Der wird natürlich umgebaut. Und dann trifft man sich eben da in großer Runde, um gemeinsam zu beraten. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, hier sehen wir die alten G7. Wer kommt eigentlich in diesem Jahr? Und da können wir einmal draufschauen, wer eben jetzt nach Elmau reisen wird, um dann dort gemeinsam zu beraten. Und die G7-Mitglieder, also die größten Industrienationen, die eben da zusammenkommen, das sind eben, und wir sehen sie hier einmal aufgereiht, Bundeskanzler Olaf Scholz als Gastgeber, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Mario Draghi aus Italien, Japan und Kanada sind ebenfalls vertreten. US-Präsident Joe Biden ist dabei und auch der britische Premier Boris Johnson. Das sind aber noch nicht alle, denn zusätzlich kommen noch zwei EU-Beobachter, nämlich Charles Michel und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und das war es immer noch nicht, denn wir haben es gerade schon gehört, es gibt eben sogenannte Outreach-Länder, also Partnerländer, die zusätzlich anreisen werden. Und die sehen wir jetzt hier hinter mir. Das sind eben Indien, der Senegal, Argentinien, Südafrika, Indonesien und eben auch die Ukraine, die eben zusätzlich dort anreisen werden. Und der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, der wird eben auch zugeschaltet aus Kiew, um eben Teil dieses G7-Gipfels zu sein. Und ja, das ist erst einmal das Gesprächsformat, was wir an diesem Wochenende sehen werden.